Liebe Heidegger Reisegäste, in diesem Jahr ist alles anders. Normalerweise wäre jetzt Hochsaison, alle unsere Busse on Tour und unsere Reisegruppen in ganz Europa unterwegs. Doch in diesen Tagen können wir vom Reisen nur träumen. Und genau das möchte ich mit Ihnen tun. Ich nehme Sie zumindest virtuell mit auf eine Reise zu einem der für mich schönsten Orte in Deutschland, ins Wörlitzer Gartenreich. Das Wörlitzer Gartenreich gehört zum UNESCO-Welterbe. Es liegt in Sachsen-Anhalt an der Elbe zwischen Dessau und Wittenberg. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es im Gartenbau zu einer Revolution. An die Stelle der strengen Symmetrie barocker Gärten mit Spiegelachsen und zurechtgeschnittenen Hecken kamen nun die englischen Landschaftsgärten in Mode. Gärten, die mindestens genauso penibel geplant waren, Gärten, die aber taten, als wären sie die reine Natur. Hans von Trotha schreibt über die neuen Gärten, Zitat, sie schickten die Spaziergänger auf eine in allen Details vorausberechnete und inszenierte Wanderschaft. Geschlängelte Wege gaben die Richtung vor, hinter jeder Kurve konnte ein neuer, überraschender Eindruck lauern. Als Johann Wolfgang von Goethe das gerade entstandene Gartenreich zum ersten Mal besucht, schreibt er voller Begeisterung an Frau von Stein. Hier ist's jetzt unendlich schön. Mich hat's gestern Abend, wie wir durch die Seen, Kanäle und Wäldchen schlichen, sehr gerührt, wie die Götter dem Fürsten erlaubt haben, einen Traum um sich herum zu schaffen. Ein Höhepunkt der Gartenführung ist immer die sogenannte Gondelfahrt, wenn man den ganzen Garten von der Wasserseite aus erlebt, über den Wörlitzer See gerudert wird und hineingleitet in die kleinen Kanäle, als würde man in ein Monet-Gemälde hineingleiten. Und noch eine ganz besondere Perspektive dürfen wir erleben, wenn wir vom Palmensaal hoch oben auf dem Dach des Wörlitzer Schlosses hinunterblicken auf die gesamte Anlage. Nirgendwo in Deutschland kann man bis heute das, was das 18. Jahrhundert unter einem englischen Garten verstand, so ursprünglich und vollständig erleben wie hier in Wörlitz. Vielleicht haben Sie Lust bekommen auf das Wörlitzer Gartenreich. Es ist ein Ziel, das ich dann sicher im nächsten Jahr ins Programm aufnehmen werde. Und bis dahin möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen zum Thema Garten. Es ist von Hans von Trotha, Der englische Garten. Und mit einem Zitat aus diesem Buch möchte ich schließen. Gärten sind immer mehr gewesen als schöne Orte zum Spazierengehen. Sie sind ein Vorschlag, wie es im Paradies aussehen könnte.